Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Deadcore, wie man hier gerade schön groß sehen kann. Und ja, schon allein anhand der Grafik kann man erkennen, dass das Spiel recht gut aussieht. Und ich hatte schon einmal ganz kurz eine Testaufnahme davor. Und in der habe ich gesehen, dass das Spiel weitaus über 60 FPS kommt. Und das ist nicht gut, dadurch wird nämlich die Videodatei ziemlich groß. Aber naja, also ich habe hier schon einmal ganz kurz reingeguckt, wird jetzt natürlich nicht angezeigt, aber naja. Ah ja, was ich noch machen wollte, ist unbedingt den Sound leiser stellen. Und naja, also ich bin schon jetzt sehr gespannt auf das Spiel. Deswegen starten wir auch einmal ganz kurz einen neuen Ring. Jawohl. Also wie man schon gesehen hat, sieht das Ganze aus wie ein Jump'n'Run, aber da wir auch noch eine Waffe haben, ist es eine Mischung aus Shooter und Jump'n'Run, was ich ehrlich gesagt sehr cool finde. Und auch diese kleinen Tipps, die ja immer stehen, denn die werden uns später noch ziemlich wichtig sein und weiterhelfen. Aber im Moment ist das erstmal nur ganz leichtes Springen. Das ist ja aus jedem Jump'n'Run gewöhnlich. Und naja, das hier sind Checkpoints, wenn man da drauf tritt. Habe ich jetzt gerade schon aktiviert. Und mit R können wir uns scheinbar zurücksetzen lassen. Ja, das funktioniert auch recht gut. Und um höher zu springen, sollen wir doppelt springen, schätze ich mal. Ja, das kann man ja auch aus gewissen Jump'n'Run spielen. Allgemein gefällt mir das Spiel sehr gut, wegen schon allein anhand der Grafik und da man mehreres gleichzeitig machen muss. Okay, kraftvoller Sprung. Also sind das so eine Art Boost-Teile, irgendwie sowas. Okay, ja, das klingt logisch. Und hier kann man nochmal nach unten sehen. Das sieht schon echt gar nicht mal so schlecht aus. Oh, da dürfen wir jetzt nicht gegenkommen. Oh. Ja, sind wir jetzt mit R wieder zurücksetzen lassen. Weil die Teile schlören uns ja weg. Und das scheinbar auch in allen Richtungen. So. Aber da sind wir ja ganz schnell wieder. Und da haben wir es auch schon geschafft. Zumindest bis hier. Das Teil wird uns jetzt hier hochschleudern. Und zum Checkpoint hin. Und hier können wir drauf schießen, um dieses Teil zu aktivieren. Okay. Ja, das sieht sehr cool aus. Wieder ein schönen Double Jump. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel am Ende echt noch sehr viel schwerer wird. Und ich habe gerade bemerkt, dass man zum Beispiel rechts sieht man ja auch die Munition, die hier jetzt ganz groß eingeblendet ist. Schießen kann man damit ja. Und da wir jetzt 27 Schuss haben und die Munition haben, wenn alle geht, können wir rein theoretisch auf diesen Checkpoint hier drauf treten oder uns einfach zurücksetzen lassen und schon haben wir 30 Schuss. Okay, also scheinbar können wir auch irgendwelche Sachen aktivieren. Was wahrscheinlich auch noch zu nützen sein wird. Sogar definitiv. Nochmal aktivieren. Okay. Okay, das klingt sehr plausibel. So, jetzt wieder ganz normal spielen. Oh, okay. Deaktivieren. Schnell, vorübergehend. Also heißt das so viel wie, dass es nicht dauerhaft ausbleibt? Ja, okay. Ja, das heißt, hier ist dann auch irgendwann ein Timing gefragt, schätze ich mal. Wenn es ja nur vorübergehend ist, dann haben wir halt eben nur ein kleines Zeitfenster. So.
reicht das jetzt? Oh. Ja, okay, doch. Okay. Tür öffnen. Okay. Was ist das? Geschützgefahr deaktivieren. Oh, okay. Ja, ich schätze mal. Ja, okay. Jetzt hat meine Frage schon beantwortet. Ich denke nicht mal, dass es auch nur vorübergehend deaktiviert wird und nicht für immer. Oh, wo springe ich denn? So, hier muss ich ja nicht hin. Okay. Wieder aktivieren, um diese Tür zu öffnen. Oha. Okay. Also. Alter. Oh. Wohin springe ich? So. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig. Sieht was aus. Die ganze Zeit diese Teile, aber ich weiß nicht, wo die noch sind. Wo müssen wir überhaupt springen? Achso. Vielleicht hier. Alter! Ganz schön schnell den Überblick. So. Na doch, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Wieder das Übliche. Aussicht. Maus ein. Okay, also ich schätze mal, das heißt so viel wie, dass wir die deaktivieren müssen. Aber reicht das überhaupt für das Zeitfenster? Weil wenn wir dagegen springen. Mal gucken. Oh. Okay, also es hat. Oh, jetzt habe ich R gedrückt zum Nachladen. Und habe mich deswegen zurückgesetzt. Okay, weiter. So, so. So. Jetzt hier scheinbar Timing gefragt. Ne, jetzt ist schlecht. Das sieht gut aus. Ah. Oh. Warum nicht reicht das? Nein, hat's nicht. Okay, jetzt wieder warten. So, nein. Oh. Okay, das war knapp. Okay, so viel Zeit hat man dann doch nicht. Hier ist jetzt das richtige Abspringen und Draufspringen gefragt. Aber das geht hier eigentlich noch alles. Was ist das denn? Ströme. Also scheinbar wird man davon angesogen. Jetzt kann man das bestimmt hier bei dem Teil deaktivieren. Wenn ich das jetzt endlich mal schaffen würde. Alter! Okay. Okay, dann hält das an. Das ist, oh. Gut zu wissen. So. Und. Okay. Hier wird jetzt ein paar Elemente, die werden jetzt zusammengemischt. Okay, ich schätze einfach mal, dass man das ausschalten soll. Aber ich kann mir auch gut. Alter! Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann mal zum Vorteil benutzt werden kann. Zum Beispiel, dass man irgendwo. Ja, hin muss und dann versteckt. Alter! Kommt das jetzt bei den anderen auch? Ja. Okay. Okay. Oh, das stößt einen weg. Raus, raus. Okay.
Okay, damit haben wir schon das erste Level geschafft. Das ging eigentlich recht schnell, aber okay, so, ja, das reicht nicht unbedingt von der Zeit her, schätze ich mal. Deswegen können wir ruhig noch ein bisschen weitergehen. Wir können uns also auch einfach bei den Checkpoints Stopp machen. Okay. Warte. Das sollten wir deaktivieren. Okay, ich schätze einfach mal, da Rot meistens was Böses bedeutet, sollten wir das Rote nicht berühren. Alter, was knapp. Okay. Ja, können wir ja unseren Doppelsprung benutzen, um schon mal ein bisschen weiterzukommen. Puh. Okay, hat noch funktioniert. Und das ist mehr. Oh Gott. Checkpoint. Jetzt müssen wir, glaube ich, schnell sein. Das da deaktivieren. Nein, 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 beeil dich. Okay. Oh. Okay, das habe ich fast nicht gesehen. Evo. Oh. Ah, okay. Das hat auch funktioniert, ist so gut. Ja, mal gucken. Oh nein, das war falsch. Ja, die Teile sollten wir echt nicht berühren. So, jetzt. Oh. Das hat sogar noch recht gut funktioniert. Und jetzt ist das hier wahrscheinlich wieder ganz normal stampfen. Und auf kleinen Blöcken. Was natürlich die Präzision ein bisschen erhöhen muss. So, aber das ist ja auch sehr schnell gemacht. Alter! Was ist das? Was war das denn? Alter, ich bin gerade erschrocken. Okay. Ja, okay, und das hier ist jetzt höchstwahrscheinlich wieder ganz normal, Stampfermann. So wie man das halt eben aus solchen Spielen gewohnt ist, ne? So und so und hier noch einmal so und ich bin jetzt im Checkpoint hin und hier hoch und weil das sind jetzt nicht die Teile oder nicht runterfallen, die aktivieren sich aber auch wieder nach einer Zeit. Ja, okay, das heißt, hier müssten wir auch wieder schnell sein. Ich weiß noch nicht, was die Teile können, aber ich schätze mal nichts Gutes. Also ich mag die Teile jetzt schon nicht. Ich nehme mal den Weg hier. Also wie es aussieht, können wir uns da zwischen zwei Wegen entscheiden. Oh Gott. Okay. Das war jetzt nicht allzu schwer. Solange wir uns jetzt nicht folgen. Das war reicht. Oh. So. Oh nein. Okay. Hier ist auch wieder Timing gefragt. Zwischen den ganzen Teilen. Okay, warte, vielleicht. So. Okay, das war ein bisschen zu spät. Ja. So, und hier wieder hochgehen. Das ist ja noch recht einfach. Und mal gucken, wenn das hier ist. Okay, das hat noch gereicht. Oh, es kommt wieder. Oh. Das ist schon manchmal echt knapp. Also schon vom Wind her, den man gerade gehört hat, ist es schon eine echt coole Soundkulisse, die hier erstellt wurde.
Ich schätze mal, wir müssen da hoch. Okay. Jetzt. Aber nicht zu hoch. Oh. 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 Okay, das geht natürlich auch. Dann halte ich mir das Teil an. Wie komme ich dann jetzt rüber? Ah, okay. Oh, das war knapp. So, ich werde einfach mal hier hinspringen. Und das Teil eventuell deaktivieren. Also ich glaube, da oben sollte ich nicht auch nicht. Okay, ich schätze mal da. So. Irgendwo. Deswegen warte ich einfach den hier ab. Ich weiß nicht, ob das geplant ist, dass man auch hier drauf stehen soll. Aber ich nutze es jetzt einfach mal zu meinem Vorteil. So. Damit haben wir auch schon einen Checkpoint erreicht. Oh. Alter. Nein, 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 nicht sterben. Boah, Alter. Gibt das vielleicht Stärke? Nein, nein. Ich schätze mal, von der Mitte ist es ziemlich unschlau, weil da trifft sie das am schnellsten. Ich nehme die Ecke hier. Oh. Ja, mal gucken. So. Was ist jetzt passiert? Okay, gut, warte. Hier hat das ganz gut funktioniert. Das möchte ich jetzt mal schaffen. Oder auch nicht. Doch. So. Und hierhin, dann hierhin und dann das nicht. Okay, warte. Vielleicht hier so weiter. Mal starten. Alter. Okay, das Teil geht also in der Geschwindigkeit hoch. Ja, 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 ja. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, nein, nein. Okay. Ja, okay. Nein! Ich kann nicht mehr doppelt springen. Wow, kann ich jetzt? Oh Mann. Okay, das hier müsste ja jetzt schnell gemacht sein. So und so und so nicht. Ah. Okay, warte. So. Dann das hier, dann das hier, dann das hier und dann doppelt jump. Okay. Jetzt erstmal absetzen. Nein, aufhören. Boah, Alter. Ach, gut. Ah, da vorne ist ein Checkpoint. Okay. Ah. Boah, was ist das denn? Okay, ich glaube, da müssen wir das später machen. Ja, also, ich würde sagen, das hier machen wir am besten in der nächsten Folge, denn die wird definitiv kommen, wenn ich es nicht vergeige oder so. Naja, also dann bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei, bei Deadcore. Tschüss.